Vor allem, dass sie unverletzt und gesund wieder nach Hause kommen. Das wünschen die Elfklässler des Anton-Bruckner-Gymnasiums den Soldatinnen und Soldaten. Liebe Soldatin, lieber Soldat, auch wenn du davon wenig mitbekommst, denken wir alle an dich. Super. Denn Deutschlehrerin Jana Negelen ist Oberstleutnant der Reserve. Auch ihr Mann ist Soldat und war schon 5-mal im Auslandseinsatz. Sie kennt die Angst um sein Leben. Und sie kennt viele Soldaten und hat ihnen vor 9 Jahren ganz privat die ersten Karten geschrieben. Für mich persönlich ist das eine Herzensangelegenheit. Das heißt, wir sind zu Hause und wir sollten den Soldaten das Gefühl geben, passt auf euch auf, kommt gut zurück, wir wissen, was ihr im Einsatz macht und wir unterstützen euch. Die Weihnachtskartenaktion ist immer noch Jana Negelens Privatinitiative. Trotzdem hat sie über 800 Karten zusammengebracht. Sogar Plätzchen haben die Elfklässlerinnen gebacken. Die Soldaten sind ja eigentlich ziemlich weit weg und es ist eigentlich nicht so im Kopf für die Menschen hier, dass sie dort sind und so viele schlimme Sachen eigentlich erleben. Und dass man ihnen einfach eine kleine Freiheit macht, dass man zeigt, dass man an sie denkt und dass man das eigentlich ehrt, was sie da tun. Weihnachten ist ja das Fest der Liebe und des Gebens und man fühlt sich gut, wenn man was Gutes tut und vor allem den Soldaten da unten, die wo eh ein recht schweres Leben haben. Wie sehr sich die Soldaten über Weihnachtspost aus der Heimat freuen, zeigt Jana Negelen gern mit Hilfe eines ZDF-Berichts aus Kabul von 2007. Ich habe auch gehört, was ihr in Afghanistan erlebt habt und wünsche euch viel Glück und außerdem frohe Weihnachten. Ein paar Straubinger Gymnasiasten haben sogar Antwortbriefe bekommen. Also die haben mich halt schon total gefreut, dass ich jetzt alles zurückgekriegt habe, weil man halt letztes Jahr auch schon Plätzchen gemacht gehabt und auch Karten geschrieben. Und dann ist es einfach nett, dass es auch wieder so eine kleine Anerkennung ist von denen dann für uns. Verteilt werden die Karten übrigens über die Militärpfarrer. Diesmal an die Soldaten in Incirlik in der Türkei und in Masai-i-Sharif in Afghanistan.